Einer meiner wichtigsten Leitsätze ist, du verdaust nicht nur deine Mahlzeit, sondern dein ganzes Leben. Emotionen haben einen sehr großen Einfluss auf unseren Körper und all unsere Körperfunktionen. Und Emotionen können unser Verhalten beeinflussen. Ein Phänomen, das die meisten Menschen kennen und vermutlich auch du, sonst würdest du dir nicht dieses Video ansehen, ist das sogenannte emotionale Essen. Emotionales Essen dient nicht der Befriedigung von Hunger, sondern sorgt für eine kurzzeitige Befriedigung von unbewussten Sehnsüchten. Der Erfolg ist nicht nachhaltig und so entstehen Verhaltensmuster, die immer wieder ein unerwünschtes und meist ungesundes Essverhalten nach sich ziehen. Emotionales Essen unterscheidet sich von Genuss, da es keine zeitliche Toleranz erlaubt und meist ein schlechtes Gewissen nach sich zieht. Genuss lässt sich zeitlich verschieben, da Genuss ohne Zeit ein Widerspruch in sich ist und Zeit und Aufmerksamkeit dem Genießen impliziert sind. Nehmen wir einmal das Beispiel Schokolade, denn damit habe ich selbst schon viele Erfahrungen gesammelt, indem ich in der Vergangenheit bereits unzählige Nutella-Gläser in Rekordzeit ausgelöffelt und mich hinterher elend gefühlt habe. Mit Süßem wie zum Beispiel Schokolade assoziiert fast jeder Mensch Liebe und Geborgenheit. Diese Erfahrung macht jeder, der als Baby gestillt wurde oder auch ein Fläschchen bekommen hat. Diese Verknüpfung kommt ganz logisch dadurch zustande, dass das unwohle Gefühl des hungrigen Babys durch das gestillt oder gefüttert werden mit süßer Milch nun durch ein sehr wohliges und geborgenes Gefühl ersetzt wird. Hinzu kommt noch die liebevolle Fürsorge, die das Baby währenddessen spürt. Und es gibt natürlich noch unzählige weitere Beispiele, wo Süßigkeiten besonders im Kindesalter als Trostspender fungieren, so dass sich im Laufe der Zeit der typische Mechanismus des emotionalen Essens entwickelt. Es sind aber nicht nur Emotionen, die das unerwünschte Essverhalten auslösen können. Wenn das unerwünschte Essverhalten ständig wiederholt wird, verändert sich dadurch auch die Darmflora. Wenn wir beim Beispiel Süßen bleiben, dann vermehren sich im Darm die Bakterienstämme, die sich von Zucker ernähren und können in dir genau die Emotionen hervorrufen, die zuverlässig dafür sorgen, dass du sofort zur Schokolade greifst. Es ist ein Teufelskreis, der nur schwer zu durchbrechen ist, denn selbst wenn du dir fest vornimmst, mit deinem Essverhalten zu brechen, werden die Darmbakterien dich mit einer emotionalen Talfahrt des Zuckerentzugs konfrontieren. Durch Disziplin lässt sich das Problem des emotionalen Essens nicht dauerhaft lösen. Zwar kann durch eiserne Disziplin die Balance der Darmflora wiederhergestellt werden, aber eben nicht die emotionale Balance und damit besteht die Gefahr, dass mit dem nächsten emotionalen Einbruch der Teufelskreis von vorne beginnt. Die eigentliche Ursache der unbewussten Sehnsucht kann nur gelöst werden, indem du dir deine Emotionen bewusst machst, sie aufmerksam beobachtest und bereit bist, sie auch zu fühlen. Zum Beispiel könntest du beim nächsten Mal, wenn du ein Verlangen nach Süßem hast, die Stopptaste drücken und zunächst innehalten und dich selbst fragen, was ist eben passiert oder woran habe ich gedacht, dass mein Verlangen nach Süßem ausgelöst hat? Schreibe alles auf, was dir dazu einfällt und dann gönnst du dir ein kleines Stück Süßes. Lässt es auf der Zunge zergehen und beobachtest dich dabei selbst. Was fühlst du jetzt, wo dein Verlangen befriedigt wird? Beschreibe, was du fühlst, den Unterschied zu vorher. Kommen vielleicht Erinnerungen, Bilder oder Gedanken? Wenn du noch nicht befriedigt sein solltest, dann nimm dir noch ein bisschen Süßes und wiederhole deine Reflexion darauf, bis du genug hast. Wenn du befriedigt bist, dann beobachte, wie lange das Gefühl anhält und schreibe dir die Zeit auf. Was passiert danach? Wodurch wird das Gefühl der Befriedigung anschließend ersetzt? Beschreibe es so detailliert wie möglich und vergleiche das Gefühl, das du zu Beginn hattest. Fühlst du dich jetzt genau wie anfangs? Besser oder schlechter?
Es ist kein leichter Weg, aber es ist ein Prozess, der deine emotionale Kompetenz stärkt, Ernährungsdogmen überwindet und dich näher zu dir selbst bringt. Denn zuerst musst du das Problem verstehen, bevor du es lösen kannst. In meinem Online-Kurs Der ernährenswerte Weg zeige ich dir Werkzeuge und Methoden, mit denen sich der Teufelskreis durchbrechen lässt und du vom emotionalen Essen zum befreiten oder intuitiven Essen mit Genuss kommst. Alles Liebe, deine Erika.